drück doch. Bei anderthalb noch schlimmer. Ach. Was ein Playboy, der das Spiel macht. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Ich sehe auch nicht so. Stark. Das ist stark. Kommt, kommt. Innen drin, ich bin mit Petter. Ist stark! Oh, ja! Ja! Was ist das, Alter? Benni, du lauerst doch wieder, hab ich gesagt. Was ist? Was ist? Jungs, nicht zu früh freuen, okay? Jetzt müssen sie aufpassen. Komm, sitz bei. Junge. Ja! Dieser Pinter auf beiden Seiten, ich schaff's nicht hier. Denn ihre Tore sind alle mit Kopf. Das ist das Problem. Zum Glück haben wir das vorher aufgenommen, was sie gesagt haben. Ja, wir haben ziemlich aus. Klisco, Bruder, was machst du da? Die Werte sind schon manchmal passen die eigentlich nicht so. Also, ich glaube, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Werte anschaue, dann ist da zum Beispiel, keine Ahnung, mehr, was ich denke, das gehört eigentlich dahin. Und genauso bei anderen Stellen, aber ja, ich glaub, die Hersteller von FIFA kennen ja nicht jeden einzelnen Spieler. Kannst du jetzt mal den, der das Spiel produziert oder einstellt, kannst du mal fragen, ob der ein Tippliga-Spieler kennt. Kann ich mir nicht vorstellen. Der holt es auch irgendwo. Die Werte sind sowieso nach dem Marktwert gerichtet. Also ich glaube jetzt nicht, die gehen jetzt, ach, das ist der beste Spieler von der Mannschaft. Also das ist immer, ich glaube jetzt, ich würde jetzt gar nicht mal klar, ohne es zu wissen, sagen, der Nick hat auch, glaube ich, den höchsten Marktwert von uns, laut Transfermarkt. Und deswegen ist es halt immer so, glaube ich, auch durch den Marktwert wird der Spieler bewertet und eingeschätzt. Natürlich, dass man jetzt beim Braden zum Beispiel oder bei Marvin so auch der Laie erkennt, dass das ziemlich schnelle Spieler sind und dann sagen kann, hier, ich habe mal in der dritten Liga einen gesehen, der ist relativ schnell, dann wird das Attribut natürlich so ein bisschen ja, hervorgehoben oder ein bisschen verstärkt so eingesetzt oder eingeschätzt. Und ansonsten, glaube ich, wird das ein bisschen nach dem Marktwert reguliert. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Also, ich hätte den Haarschnitt mir nicht besser verpassen können. Also, die Haare stimmen, der Bart stimmt, die Statur stimmt, die Größe stimmt. Also, ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Riesengroßes Lob an FIFA, an die Hersteller.